So, Sakko an, Hemd an, Wurzelbehandlungsabsaugschlauch, wie ein Kollege mal gesagt hat, sitzt auch. Es ist wieder Freitag, wir sprechen wieder über die Edelmetalle. Gold sieht eigentlich weiterhin ganz gut aus. Also natürlich, wir haben hier dieses Doppeltop, wir haben das zur Genüge besprochen. Darüber müssen wir einfach mal ausbrechen. Wir haben aber den langfristigen Abwärtstrend heute nicht im Bild, aber glauben Sie uns einfach, wir haben ihn erstmal geknackt. Sind allerdings, und das sehen Sie eigentlich ganz gut an dieser Bewegung hier, auf Tagesbasis bereits etwas überkauft im Goldbereich und deshalb tun wir uns auch schwer, jetzt diese ganz große Dynamik nach oben zu entwickeln. Ist aber nicht so schlimm, wir können zeitlich ein bisschen konsolidieren und dann irgendwann diesen Angriff auf dieses Doppeltop im Bereich von 1300 Dollar starten. Wie gesagt, es wäre nicht das Schlimmste, sogar wenn wir jetzt nochmal einen Rücksetzer sehen würden, einen kleinen, aber insgesamt sieht das Ganze doch ganz gut aus, momentan im Goldbereich. Bei den Goldminen schaut es noch nicht so ganz gut aus, da haben wir einige Probleme noch, die laufen einfach nicht so mit, wie wir uns das vorstellen. Ich muss mich ein bisschen gewöhnen, das ist eine neue Kameraperspektive heute hier, schaut ein bisschen verloren aus, wenn ich auf den Monitor schaue. Bei den Goldminen ist es so, wir haben verschiedene Einflussfaktoren und mittlerweile, um auch das mal ein bisschen abzukürzen, ja, wir haben nach wie vor steigende, zumindest in den USA steigende Aktienmärkte mit Rekordständen bei Dow, Nasdaq und S&P. Wir haben dazu eben auch beim Goldpreis noch nicht dieses Doppeltop aus dem Markt genommen, was, glaube ich, viele ein bisschen abschreckt einzusteigen. Aber ich glaube auch, dass diese Neustrukturierung des GDXJ bzw. GDXJ, wenn Sie es auf Deutsch ausdrücken wollen, die haben wir auch zur Genüge hier durchgekaut, als es damals soweit war, für wahnsinnig viel Verunsicherung am Markt gesorgt, weil eben durch diese Umstrukturierung eine wahnsinnige Verzerrung reingekommen ist. Und dazu haben wir auch eine wahnsinnig schlechte Earnings-Season gehabt. Natürlich gab es den einen oder anderen Ausrutscher nach oben, aber wenn Sie sich mal anschauen, wie viele Unternehmen bei den Quartalszahlen enttäuscht haben, und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es waren nicht unbedingt die Metallpreise, also die Edelmetallpreise, die den Unternehmen so zugesetzt haben. Nein, es war tatsächlich so gewesen, dass wir eine ganz breit gefächerte Palette hatten an Sachen, wo schiefgegangen ist. Die einen hatten politische Probleme, die anderen hatten Probleme mit ihren Erz, die anderen haben Probleme gehabt, kommen wir gleich später noch dazu. Da hat es Blitzeinschläge gegeben, manche haben überflutete Minen gemeldet. Also es war alles so, dass ich als Anleger mir heute die Frage stellen muss, in so einen risikoreichen Sektor zu wechseln, insbesondere wenn so viel wahnsinnig schlechte Nachrichten im Markt sind, oder eben in den Standardaktienmärkten bleibe, wo seit Wochen jeder Rücksetzer im Prinzip eine Kaufgelegenheit waren. Das sind halt sehr, sehr viele Institutionelle, die natürlich gewissermaßen prozyklisch agieren, weil sie eben in den Sektor gehen, wo das Geld zu verdienen ist oder vermeintlich das Geld zu verdienen ist, bleiben momentan noch in den Standardaktien. Wer aber weiß oder wer sich das ein bisschen anschaut, es riecht, das mag der eine oder andere nicht hören, für meinen Geschmack ein bisschen nach einem zyklischen Top im Bereich der Aktienmärkte. Und ich glaube nach wie vor, und das habe ich, glaube ich, vor, fragen Sie mal diejenigen, die bei Facebook wahrscheinlich die Sachen besser wissen als ich. Ich glaube, vor einem Dreivierteljahr geschrieben, dass wir ungefähr so bei 2500 Punkten im S&P wahrscheinlich so erstmal so eine Top-Bildung sehen werden mit einem Rücksetzer. Schauen wir mal, wie weit der geht, vielleicht bis 2300, 2200 Punkte. Und ich glaube, wenn das passiert, dann werden wir relativ schnell das Geld wieder umschichten sehen in die wirklich günstigen Minenaktien, aber eben auch in gute Minenaktien, weil wir haben einige Minenaktien, die tatsächlich furchtbar ausschauen, kommen wir dann auch gleich noch dazu. So, also das ist das, was ich erwarte. Wie gesagt, ein bisschen Konsolidierung, wobei heute 14:30 Uhr, bitte auch ein bisschen Augenmerk darauf richten, Arbeitsmarktbericht, die Sendung, wie Sie dem entnehmen können, ist vorher aufgezeichnet worden. Also wer weiß, was schon passiert ist, wenn Sie die Sendung sehen. Also 14:30 Uhr Arbeitsmarktbericht in den USA. Ich glaube nicht, dass irgendeiner noch davon ausgeht, dass die FED die gefürchteten 3 bis 4 Zinsanhebungen in diesem Jahr machen wird, weil da müsste sie ganz schön Gas geben. Man geht mittlerweile davon aus, dass eine Zinsanhebung vielleicht im Dezember noch kommt. Trotzdem, so ein Arbeitsmarktbericht ist immer dazu angetan, ein bisschen Volatilität reinzubringen. Und angesichts der Lethargie, die uns die letzten Tage so ein bisschen gefangen hat, würde vielleicht so ein bisschen Volatilität, so sie denn nach oben geht, auch ein bisschen gut tun. Also Gold muss über dieses Doppeltop drüber, dann schaut es gut aus. Dann glaube ich, haben wir Angriff auf Jahreshoch, das ist bei 13,66 auf Schlusskursbasis, 13,75 auf Verlaufsbasis im vergangenen Sommer gelegen ist. So, jetzt kommen wir zum Silberpreis. Silber ist ein bisschen tricky, das habe ich das letzte Mal schon gesagt und bleibt auch so. Wir müssen über diese 200-Tage-Linie rüber. Dazu haben wir hier einen ganz hässlichen, ziemlich genau getroffen, Abwärtstrend ausgebildet, der es uns ein bisschen schwer macht momentan. Also auch hier müssen wir drüber, 200-Tage-Linie, dann schaut die Lage schon wieder ein bisschen besser aus. Ich glaube nach wie vor, dass Silber den Goldpreis outperformen wird, in dem Fall, dass wir eine neue Aufwärtsbewegung bekommen werden.
Silber traditionell immer das volatilere Metall von den beiden. Ein bisschen überraschend, das habe ich glaube ich letzte Woche auch schon gesagt, dass wir angesichts der sehr, sehr starken Industriemetalle, komme ich auch noch gleich dazu, bei Silber so eine Underperformance sehen. Silber ist ja eigentlich zum 50% Industriemetall und nur zu 50% Anlagemetall. Von daher, die Scheinwerfer blenden heute auch extrem. Von daher ist es ein bisschen überraschend, dass tatsächlich diese Underperformance von Silber im Vergleich zu Gold besteht, aber wir können es nicht ändern im Moment. Also, Aufwärtsbewegung waren schön, flacht sich momentan ein bisschen ab, sind auch hier auf Tagesbasis RSI ein bisschen überkauften Bereich schon, aber ich glaube, wir können es schaffen, über die 200-Tage-Linie und über diesen kurzfristigen Abwärtstrend drüber zu gehen und damit das Chartbild weiter aufzählen. Von Seiten der COT-Daten schaut das Ganze sowohl bei Gold als auch bei Silber ganz gut aus. Bekommt man natürlich heute neue Daten ungefähr 21:30 unserer Zeit. So, dann habe ich für Sie Kupfer mitgebracht. Kupfer schaut sehr, sehr gut aus. Sehen Sie auch, ist nach oben ausgebrochen. Jetzt haben wir hier, ich habe das 2-Jahres-Chart mal dabei. Ich kann leider nichts einzeichnen, weil das so ein nachgebauter Chart ist, weil dieses System Kupfer nicht kennt. Kupfer mag es nicht. Okay, kann man nichts daran ändern. Kupfer profitiert ein bisschen von der Elektromobilität. Und zwar ist es so, dass in so einem Elektroauto ungefähr doppelt bis dreimal so viel Kupfer verbaut ist wie in einem normalen Auto. Dazu kommt, dass Ladestationen auch Kupfer relativ hohe Nachfrage von Seiten der Ladestation Bauer in den Kupferbereich kommt. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiterdenken, so in den Bereich E-Busse vielleicht irgendwann, also Busse, Elektromobilität, da wird auch wahnsinnig viel Kupfer nachgefragt werden. Dazu natürlich alles, was mit Infrastruktur zu tun hat, auch immer noch der Kupfer im Prinzip so die wichtigste Nachfrage und auch hier China ganz wichtig. Also der Chart schaut gut aus, schaut wirklich konstruktiv bullisch aus. Im Nachhinein können wir sagen, das hier war eine bullische Flagge, die nach oben aufgelöst worden ist. Im Nachhinein ist die Charttechnik immer so schön, weil sie dann immer auf jeden Fall funktioniert. Wenn Sie über Kupfer Gedanken machen, können Sie mal einen Blick auf Freeport McMoRan werfen. Freeport mit sehr, sehr starken Zahlen, das war hier gewesen, die konsolidieren wir jetzt gerade ein bisschen. Ich glaube aber, die Aktie hat noch Potenzial. Natürlich ist es so ein bisschen Turnaround-Story, das ist so ein bisschen so die Story, ich sag mal, Barrick im Kupferbereich. Also man macht natürlich auch ein bisschen Gold mit. Man hat so einzelne Assets deinvestiert, also verkauft, um wieder ein bisschen Cash zu kriegen, um diese Nettoverschuldung zu senken. Auf der anderen Seite war es so gewesen, dass wir ein bisschen Probleme nach wie vor haben mit der Grasbergmine in Indonesien. Da gibt es immer Streit mit der indonesischen Regierung, weil Indonesien gerne mehr mitreden möchte. Möchte auch, dass dort eine Schmelzen gebaut werden und dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Wobei ich glaube, die Grasbergmine einer der größten Arbeitgeber überhaupt in Indonesien ist. Aber wie gesagt, wenn Sie im Kupferbereich investieren möchten, das wäre zumindest so bei den Großen ein ganz gutes Investment. Bei den kleineren werden, glaube ich, da behalte ich mal das Ganze vor bei Goldfolio, weil da muss man öfters darüber berichten. So, jetzt rede ich über eine Aktie, wo ich Ihnen mal so zwei, drei Sachen mit an die Hand geben werde. Asanko war eine wahnsinnig spannende Story. Juniorproduzent in Afrika. Wir hatten die Aktie in Goldfolio irgendwo hier gekauft und sind dann hier irgendwo raus. Kann es jetzt genau einzeichnen, weil es der 3-Jahres-Chart ist. Was ist passiert da oben? Es hat sich ein Hedgefonds, ein relativ bekannter Shortseller, zu Wort gemeldet und hat gesagt, wir shorten die Aktie, weil wir glauben, dass die Reserven nicht stimmen bei Asanko. Also das alles, was man als Reservenwachstum angegeben hat, das stimmt unserer Meinung nach nicht. Das war zu schnell, das ging zu schnell. Und unsere Geologen sagen, nee, das kann irgendwas nicht stimmen. Das war entweder K2 oder es war Muddy Waters. Warum sage ich oder? Weil der zweite Hedgefonds, dann irgendwann also im Laufe dieser Abwärtstrend, kam noch ein zweiter Hedgefonds hinzu und hat gesagt, hey, wir sehen das genauso, irgendwas stimmt nicht. Wenn so ein Hedgefonds sich einschaltet und sagt, wir shorten aggressiv die Aktie und das auch relativ publikumswirksam, wie man das mittlerweile so macht, tut, dann können Sie natürlich sagen, okay, ich bin anderer Meinung. Nur, Sie müssen auch realistisch sein. Sie können beim besten Willen von Deutschland aus nicht einschätzen, ob das Ressourcen- oder Reservenwachstum in Ghana tatsächlich so gewesen ist, wie das auf dem Papier dargestellt wird. Sie können das Papier anschauen, wenn das Papier stimmt, dann können Sie eine eigene Meinung dazu haben, aber Sie können das nicht wirklich nachprüfen. Insofern würde ich an Ihrer Stelle, das ist einfach nur eine Art meinerseits, in so einen Kampf würde ich mich nicht verwickeln lassen, da würde ich immer sagen, da gehe ich lieber raus und bleibe am Seitenrand und schaue mir das Ganze von der Seite an. Und bei Asanko wäre das tatsächlich, oder Asanko, wäre das tatsächlich eine gute Wahl gewesen. Gestern die Zahlen waren schlecht gewesen, man hat die Prognose gesenkt und es werden natürlich immer mehr Stimmen lauter. Und wenn Sie sich mal anschauen, was dieses Ding hier noch für eine Marktkapitalisierung hat als Goldproduzent, dann sagen Sie, irgendwas ist da nicht, irgendwas stimmt da nicht. Es ist jetzt nicht gleich eine Pre-X-Geschichte oder das war, wenn Sie den Film Gold anschauen, das war das Unternehmen, auf dem die ganze Story basiert.
Weil sie haben ja Gold, aber die Frage ist, wie viel Gold ist da wirklich noch da und wie weit kann diese Minenpläne, die sie geschmiedet haben, tatsächlich aufrechterhalten werden. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Stimmen, die sagen bei Asanko oder Asanko, naja, da sind wir sehr, sehr skeptisch. Wie gesagt, von Deutschland aus werden sich das sehr, sehr schwer tun, das nachzuvollziehen. Und all diejenigen, die hier immer wieder gesagt haben, in diesen Abwärtstrend hinein, doch, doch, das ist alles richtig, der Charge straft sie im Prinzip Lügen. Also von daher kämpfen sie nicht gegen sowas. Es gibt dann auch andere Chancen. Da muss man dann einfach irgendwann auch mal sagen, okay. So, jetzt habe ich noch eine Aktie dabei, die ebenfalls furchtbar ausschaut. Das ist Endeavour Silver. Auch die hatten wir irgendwann mal ganz am Anfang, ist hier nicht mehr drauf. Doch, hier in dem Bereich mal ein Goldfolio gehabt. Wir haben sie dann verkauft, auch mit Verlust übrigens. Auch hier bin ich bereit, einen Verlust einzugehen, weil ich sage, irgendwas ist da faul. Und zwar jetzt nicht faul im Sinne, dass das Unternehmen irgendein Problem hat, sondern die Produktion einfach nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Und wir schauen uns das ganz kurz mal mit Tafeln an. Jetzt habe ich mal wieder Tafeln dabei. Diejenigen, die die Sendung schon länger sehen, kennen das. Operativer Cashflow minus 53%. Da ein Wort dazu. Man hat noch einen operativen Cashflow, ist immer noch positiv mit 5 Millionen, aber nur weil man eine Veränderung des Umlaufvermögens nicht mehr einberechnet hat. Wenn ich die korrekterweise mit einrechnen würde, wenn das nicht der Cashbereich des Umlaufvermögens betrifft, dann wäre man sogar im negativen operativen Cashflow gewesen. Umsatz minus 27%, All-in Sustaining Cost bei 20,56. Übrigens sollten das Dollar sein, Entschuldigung bitte, Dollar je Unze. Das heißt, die Kosten haben sich fast verdoppelt. Das heißt, also alles, was ganz Silber aus dem Boden rausholt, kostet mich ungefähr 20, 50. Das heißt, ich zahle darauf. Die Silberproduktion ist selbst mit 26% rückläufig gewesen. Und okay, wir müssen ein bisschen tiefer reinschauen. Es geht um die, ach, ja, mein Mexikanisch, Juana Chevi, vielleicht Guana Chevi Mine, ich spreche es mal so aus, in Mexiko. Made, da kann man auch wieder wahnsinnig viel zusammen, was einfach nur zusammenkommt. Es gab einen Pumpenausfall, daraufhin wurde die Mine überflutet. Im Juli gab es einen Blitzeinschlag. Als man die Elektrik wieder in Gang gesetzt hat, ist wieder eine Pumpe ausgefallen, ist wieder Wasser eingetreten und man hat wieder mit Überflutung zu kämpfen gehabt. Man hat die Prognose erheblich gesenkt und das hat auch Auswirkungen auf die Gesamtprognose des Konzerns. So, was heißt das alles für uns? Die Aktie ist wahnsinnig eingebrochen. Wir schauen uns mal die Bewertung an. Mittlerweile hat man eine Market Cap von ungefähr 388 Millionen. Man hat, und das ist das Gute, geringe Schulden. Also von der Schuldenseite her sehe ich nicht das Problem. Man hat noch einiges an Cash, aber ich glaube, 2017 wird ein hartes Jahr. Wenn man die Minen wieder auf Kurs bekommt, dann hat man mit einigen Explorations- bzw. Entwicklungsprojekten in der Hinterhand tatsächlich als einer der wenigen Konzerne ein operatives Wachstum, das man ausweisen kann. Also kurzum, ich bin froh, dass ich die Aktie nicht habe. Wenn Sie die Aktie haben, würde ich wahrscheinlich auf dem aktuellen Niveau tendenziell eher nicht mehr verkaufen. Ich glaube, es ist wahnsinnig viel eingepreist, aber wir müssen auch ein bisschen in die Zukunft blicken. Also der Konzern muss auch wieder zurück. Also Brad Cook muss hier irgendwo das machen, was er Jahre vorher ganz gut gemacht hat, nämlich einfach mal wieder die Minen auf Kurs bringen und die Minen dorthin bringen, dass sie operativ alle Minen auch einen positiven Cashflow erwirtschaften, also einen operativen positiven Cashflow erwirtschaften und man muss diese Probleme beseitigen und da muss man sich einfach mal ein bisschen darauf verlassen, dass das die Jungs auch machen können, weil das können sie auch hier, wieder sind sie in Deutschland und sagen, okay, die müssen aber in Mexiko die Minen auf Kurs bringen. Und da wäre es ganz gut, wenn man den Kapitalmarkt auch ein bisschen regelmäßiger informieren würde über das, was vorwärts geht und nicht immer nur dann an den Quartalszahlen irgendwie sagt, okay, da haben wir ein Problem, sondern einfach, dass man auch von diesen Blitzeinschlägen oder sowas einfach mal was gelesen hätte. Das wäre ganz hilfreich gewesen für eine Prognose, auch für jeden Privatanleger. Wie gesagt, ich habe die Aktie nicht, wir haben die Aktie ja auch nie wirklich aggressiv empfohlen. Einmal, das ist allerdings Jahre her, die ist ausgestoppt mittlerweile. Also, ich glaube nach wie vor, man wird den Bogen bekommen, aber es wird ein hartes 2017 werden für Endeavour Silver. Normalerweise entlasse ich sie mit einem positiven Chart, aber diese Woche war wirklich eine anstrengende Woche und deshalb muss es auch mal ein negativer Chart in dem Fall von Endeavour Silver zum Schluss tun. Dennoch lassen Sie sich das Wochenende nicht vermiesen und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und ich hoffe, dass die Sonne zumindest meteorologisch scheint. In dem Sinne, machen Sie es gut.